Jawohl. Ja, möchte ich. So, dann wollen wir hier. Nein. Die Konsole bitte schließen. So, das ist jetzt Let's Play vor dem Drachen. Okay. Let's Play vor dem Ende. So. Speichern. Na, jetzt können wir mit Aram reden. Die Äxte geschärft und die Armbrüste gespannt. Ich bin froh, dich lebend wiederzusehen. König Aram Bolosch ist mit seinen Kriegern ausgerückt, um das drachische Gezücht vom Drakensang aufzuhalten. Gut, ich muss dem Bergkönig nach und die Zauberin Magura aufhalten. Sie steht hinter allen Machenschaften. Aha, über diese Taten wird man noch ganze Steintafeln schreiben, Brenoir. Es ist eine Zeit für Helden. Ich lasse uns sofort von einem Führer zum Berg Drakensang bringen. Jedoch müssen wir die Türe hinter uns verschließen lassen. Wir sind dann auf uns gestellt. Und, begleitest du mich, Aram? Und ob? Soll ich etwa tatenlos hier sitzen, wenn alle anderen Angroschi mir Leben für Murolosch geben? Nein, ich habe nur auf deine Rückkehr gewartet. Dann lass uns aufbrechen. Berg Drakensang, ja. So, Bergdrakensang wurde aktualisiert. Berg der Entscheidung. Ja. Auf dem Bergdrakensang wird sich entscheiden, ob die Mühen der Kämpfer der Drachenquest umsonst waren oder ob es ihnen gelingen wird, dem Unheil Einhalt zu gebieten. Sollten sie scheitern, wird es nichts mehr geben, was Aldakor noch aufhalten kann. Er wird Aventurien unterjochen und eine Schreckensherrschaft der Drachen errichten, der sich keiner wird entziehen können. Suche einen Weg zum Gipfel. Magura muss auf den Gipfel des Drakensang sein. Ich muss also ganz nach oben, um sie aufzuhalten. Ja, und wir haben... sogar 5 Leute jetzt mit Aram. Sprich, Freund. Sanya. Alles klar. Die Sedition. Meint ihr? Und ja, die Jungs hier sind ziemlich heftig, deswegen sollten wir gucken, dass wir sie mit Wunden wegmachen, vor allem die Leutnants. Also ja, Drachenkultisten sind jetzt nicht so stark. Also einfach gucken, dass wir sie mit Wunden umhauen. Mal Amrum zwischendurch heilen. Okay, von hinten kommen sie jetzt. Sprich, Freund. So, das hat den umgehauen. Alles klar.
Lass das mal vorgehen. Ein Armbrustbart. Was haben die eigentlich dabei? Oh, Kriegsbolzen. Ja gut, das Drachenblut sollten wir... Ach, das ist toter Zwergenkrieger. Kämpft sich jemand den Berg hinauf? Aus Richtung Gurolosch? Das kann nur Hilfe sein. Amrosch sei Dank. Okay, der Mantrake. Amrolosch ist erschüttert, dass seine Krieger sich nicht bis zur Hammerhöhle vorkämpfen konnten. Der Verlust seiner Kämpfer trifft ihn tief und darum ist er umso erfreuter über deine Ankunft und den Anblick seines Sohnes. Ah, ihr, mein Sohn Aaron. Ihr seid immer da, wo es nach Kampf und Blut riecht. Euer Mut ist beispielhaft. Wir wurden von drachischen Kreaturen aufgehalten und viele von Amroschs Kindern gingen zurück zu ihrem Vater. Ich hoffe, mit eurer Hilfe können wir uns zur Hammerhöhle durchschlagen. Bergauf liegt, die heilige Hammerhöhle, Malmarsum, wo vielleicht noch Zwerge am Leben sind und sich der Feinde erwehren. Lass uns koordiniert vorgehen und das Drachengezicht erschlagen, bis auf die letzte Kralle. Aaron, Kämpfer an meiner Seite. Gut, lass uns gemeinsam losziehen. Nicht so schnell, hört zunächst meinen Plan. Nicht weit von hier zweigt ein Seitenpfad links vom Hauptpfad ab. Er führt zu einem kleinen Plateau oberhalb des Eingangs zur Hammerhöhle. Wer diesen Pfad nimmt, kann die Angreifer mit Fernwaffen gefahrlos angreifen. Der Seitenweg also für die Fernkämpfer und der Hauptweg für den direkten Angriff? Richtig. Wir haben Äxte und Armbrüste dabei, deswegen überlasse ich euch die Wahl. Wollt ihr über den Seitenweg mit Fernwaffen angreifen oder über den Hauptweg mit im direkten Kampf? Ja, da weder Vorgrim noch ich Fernkampf können... Sollen lieber die Zwerge oben den Fernangriff nehmen und ich nehme den direkten Pfad. Auch wenn ich dadurch direkt im Getümmel bin. Ich wähle den Hauptweg und den direkten Pfad. So soll es sein. Habt ihr noch Fragen? Führt dieser Pfad auch bis zum Gipfel? Ja, der alte Pilgerpfad gabelt sich an einigen Stellen, führt da dann wieder zusammen. Nur ein wilder Wühlschrat könnte den Gipfel verfehlen. Was hat denn mit dieser Hammerhöhle auf sich? Die Hammerhöhle Malmarsum ist ein heiliger Ort von Angrosch gesegnet. Die geweihte Angraxa vom Stein hütet die Höhle. Ich habe Krieger zu ihr entsandt, aber ich kann nur hoffen, dass Malmarsum noch nicht gefallen ist. Kann uns dieser heilige Ort im Kampf vielleicht nützen? Angrosch Wohlwollen wird uns immer nützen, Brenoir. Wenn Angraxa noch lebt, wird sie sicherlich die Mächte des Weltenschöpfers herbeirufen können, um uns stark genug zu machen gegen die Drachenbrut. Drachische Kreaturen, könnt ihr uns mehr über diese Wesen sagen? Solches Gezücht habe ich in meinem ganzen 300-jährigen Leben nicht gesehen. Es ist, als wäre es nicht unter der Sonne Aventuriens geboren. Sie kriechen und fliegen den Berg hinunter, manche wie wilde Echsen, andere aufrecht gehend. Genug geredet, lasst uns aufbrechen, der Feind soll den Tag verfluchen, an dem er sich mit uns angelegt hat. Also ja, wir können mal gucken, was hast du? Kriegspfeile und ein magisches Amulett. Also Kriegspfeile, Kriegsbolzen, Drachenblut. Was für ein magisches Amulett ist denn das? Ach, nur ein Geschmeide der Raya. Ja, Hilfe für die zwergischen Priester. Die Geoden verteidigen die Hammerhöhle Malmarsum gegen exische Angreifer. Wenn ihnen nicht bald Hilfe zuteil wird, werden sie nicht mehr lange standhalten können. Beschreite den Hauptweg. Aromlosch hat vorgeschlagen, beim Vorstoß zur Hammerhöhle Malmarsum koordiniert vorzugehen. Ich habe mich bereit erklärt, den Hauptweg zu nehmen, während die Zwerge den Seitenweg einschlagen werden. Der Hauptweg ist nicht zu verfehlen. Ich muss immer nur den Abgrund zu meiner Rechten folgen. Also hier unten. Ah, Drachenkultisten direkt voraus. Oh,
Und ja, wir haben den Sohn verloren. Erstmal den Mantrakee-Leutnant loswerden. Ich versuche mein Bestes. Hi. Das bin ich, Arquartus. So, der Drachenleutnant ist weg. Also der Mantrakee-Leutnant ist weg. Lass das mal Vorgrim machen. Bei Angrosch. Samia. Jetzt der normale Mantrakee weg. So, der normale Mantrakee ist auch weg. Jetzt noch ein paar Drachenkultisten verhauen. Hier ist die Stelle, an der sich der Seitenweg abspaltet. Auf in den Kampf. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, natürlich. Wir sehen uns in der Hammerhöhle. Also, sie gehen oben rum und wir gehen unten rum. Mal ein Quicksave zwischendurch machen. Ein Feldhändler hier. Achso, weil hier Malmazom ist. Okay. Ida, zu Hilfe! Steht uns gegen diese Kreaturen bei! Tach! Hilfe für die zwergischen Priester wurde aktualisiert. Beschreite den Hauptweg. Die Taktik war erfolgreich. Wir haben uns aufgeteilt und so die Angreifer in die Zange genommen. Besiege die Angreifer. Wir sind rechtzeitig gekommen, um uns in die Schlacht zu stürzen, denn gerade findet ein großer Angriff auf die Hammerhöhle statt. Die Angreifer müssen vernichtet werden. Wieder auf den Mantrakee-Leutnant losgehen erstmal. Für Ardo. Sprich, Freund. Folgt mir. Und weg ist er. Wie sieht es eigentlich mit Erfahrungspunkten aus? Genug für einen Mut bei mir. Ja. Ob wir es noch schaffen, auf Stufe 17 zu kommen? Ab wann ist 17? Könnte knapp werden. Brauchen wir noch 810 Erfahrungspunkte mindestens. So, bei ihr ein paar Sachen steigern. Wobei alles gemaxt ist eigentlich, was wichtig ist. Attributo Gewandtheit. Mal auf 10 steigern. Nimbus-Portal. Okay, das wurde geschlossen. Androschs Dank sei euch gewiss. Nur mit eurer Hilfe war es möglich, die Hammerhöhle Malmazrom vor diesen geschuppten Bestien zu retten. Es war mir eine Ehre, mit euch zu kämpfen, Küche Rombolosch. Den Weg zum Gipfel müsst ihr jedoch allein bestreiten. Prinz Arum und ich werden helfen, die Hammerhöhle zu verteidigen, bis ihr das Übel endgültig besiegt habt. Angrosch Segen mit euch, so sei's. Ich, Angraxa, Tochter vom Stein, die Priesterin von Malmazrom. Ihr habt unseren heiligen Ort vor diesen Bestien beschützt. Doch, ich fürchte, diese waren nur eine Vorhut vor dem, was dort oben auf dem Gipfel lauert. Es war mir eine Ehre, aber was meint ihr denn mit Vorhut? Und was war dieses Objekt, das ihr zerstört habt? Lokroporom, Drachenkultisten haben den alten geodischen Steinkreis dort oben auf dem Drakensang-Gipfel erobert und mit finsteren Riten um einen großen Kristall begonnen. Seitdem stürzen aus den Toren des Limbus Drachengezücht in unsere Welt. Allein das Zerstören der Portale hält sie uns für eine Weile vom Leib. Diesen Wesen sind wir auch schon begegnet und am Gipfel soll es noch mehr geben? Schaut selbst, welche Unheil
ekliges Wirken über den Gipfel tobt. Draka, es ist zu befürchten, dass etwas Großes in unsere Welt einbrechen will. Etwas sehr Großes. Was auch immer es ist, es muss aufgehalten werden.